Oh, mir geht es langsam auf den Sack. Ich zertrampel dich. Wer hat zertrampelt jetzt hier wen? Autsch. Digga, hab die Schiss, echt? Wow. Das sind ja Krieger hier. Wahnsinn. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Assassin's Creed Valhalla auf dem PC. Folge 147. Wir machen weiter. Brauchen noch mehr Hinweise. Aber wir haben doch schon alle... Einen müssen wir übersehen haben. Hier. Dieses Zeichen habe ich schon auf Schilden und Grabsteinen gesehen. Des Zaubers wegen sollst Fäden du spannen, denn er hat die Macht, das Böse zu bannen. So eng verwoben wie ein Siegel verhüllt, so umfasst uns der Kreis als schützendes Schild. Das ist er. Jetzt haben wir's. Oh, Wind! Hast du nun zu dir gefunden? Wenn du ein Geist des Lichts bist, beantworte mir dies. Mann und Frau sind aus Erde, aus Wasser und Wind. Welcher Zauber lässt die Erde verklumpen, das Wasser vertrocknen und hält den Wind an? Der dreifache Tod hält den Lebenswind an, bringt deinen Körper zurück zur Erde und vergiftet das Wasser. Der dreifache Tod ist der Zauber. Welcher Zauber schützt vor bösen Geistern? Der endlose Knoten wehrt übel ab. Ein wahrlich sicherer Knoten. Nur Wesen des Lichts brauchen ihn nicht fürchten. Du bist ein Geist des Lichts. Gepriesen sei Mabon. Hättest du gern etwas Brot und Sahne? Nein. Nur die Antwort auf eine Frage. Dieser Kräuterbeutel kam in den Händen eines Fremden nach Gloucester. Kennst du ihn? Ja, etwas, um ihm Schlaf zu bringen. Ich füllte jenen Beutel und bei einem Löwenzahnwein sprach er selig von seiner Heimat. Kut-Ladron. Kut-Ladron? Wohlan. Ich danke dir, Halwyn. Doch nun habe ich andere an diesem Erntemond zu besuchen. Geh hin mit dem Wind und den Blättern, gute Freundin der Hügel. Kut-Ladron. Komischer Name. Modron müsste bei den Steinen in der Nähe auf mich warten. Okay. Bestes abgeschlossen. Och, die kommen gerade schön auf mich zu. Die mache ich platt, Digga. Schön. Schöne Geschichte. Wieder zwei Fertigkeitenpunkte. Das Level geht nach oben, langsam aber sicher. Auch wenn wir doch noch ein bisschen brauchen sollten. Sei meine Ab. Ja. Da vorne sehe ich Modron. Welches Ausmaß nimmt die Suche nach mir an? Groß genug, dass du besser im Umland bleibst und diese Verkleidung trägst. Aber Tudors Leiche wurde bisher nicht gefunden. Die Nacht war voll freudiger Trinkgelage. Ich erinnere mich an wenig, doch hatte ich keinen Streit mit Tudor. Bedauerlich. Was konntest du von Harwin erfahren? Er gab einem Mann aus Kut-Ladron Kräuter. Sein Name ist Gwilym. Tudor und ich tranken mit ihm. Kut-Ladron ist der welsche Name eines Diebesnests. Es liegt westlich von hier auf einem Hügel. Ich kann dich hinführen. Ich schulde dir viel für deine Hilfe. Du hättest mir nicht trauen müssen. Tudors Schicksal betrifft auch mich. Diese Entwicklung ist beunruhigend und ich hoffe, ihr auf den Grund zu gehen.
Dann beeilen wir uns. Ich muss Gwilym finden und meine Ehre retten. Dieser Wald und Blaue Kerste allgemein fühlen sich ungezähmt an. Als wäre ich durch ein Tor in eine andere Welt geritten. Alte Magie, welche Tudor und seine Kirche gerne auslöschen würden. Tudor sprach von einer Neuordnung. Glaubst du, deswegen wurde er zum Ziel? Es gibt viele, die sich an die Spitze kämpfen würden. Tudors Verschwinden könnte jedermanns Werk sein. Doch du bist eine Seherin mit Zugang zur Weisheit der Götter. Hast du denn nichts gesehen? Ich sehe viel Rauch. Gibt es unter den Dänen Widersacher, die es auf der Durchreise getan haben könnten? Wenn dem so wäre, hätten wir inzwischen ihre Hörner gehört. Wir sind kein bescheidenes Volk. Worte wie Äxte, hart und ehrlich. Ladron, das Diebesnest. Hier verlasse ich dich nun. Findest du einen sicheren Platz? In der Nähe ist ein Schrein. Wenn du mich brauchst, findest du mich dort. Mögen die alten und neuen Götter mit dir sein. Na dann mal los. Sie wartet hier, wir gehen allein. Machen Sie platt. Sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Machen sie einfach platt. So. Boah, das ist ja wieder so eine ganze Kampfarena. Ganzes Kampfgebiet. Wir werden Spaß haben. Weg da, nicht. Ja. Okay. Weg, 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 weg. Ja, Digga, was für Gebiet finden. Gwilym ist im Diebesnest. Da brauchen wir ja wohl kaum das Gebiet zu finden, das haben wir ja schon gesehen. Was siehst du da oben, Sünen? Ja, na klar. Die werden sofort angreifen. Ach, im Konflikt nicht nutzbar. Ah ja, dann. Abhauen kannst. Ich habe immer noch keine Pfeile, das kann doch nicht sein. So komme ich denn nicht an Pfeile, egal. Autsch. Digga, gib mir erstmal einen Bauchhieb oder was? Wer von euch ist denn gewillt, mir den Schlüssel zu geben? Plündern, dort wird sich Gwilym verstecken. Lass mich verflucht mal!
mir verdammt viele Leben abgezogen, du. Autsch. Hier soll ein Schlüssel sein, hoffentlich. Oh. Oh, Scheiße. Damit hast du recht. Eivor, du lebst. Hab Mitleid. Ich befolgte nur Befehle von Alderman Cannon. Er gab uns Geld, um Tudor loszuwerden. Dann sollte er es zurückverlangen. Schöne Auftragsmörder seid ihr. Könnt nicht mal einen Mann töten. Du hast dir einen schlechten Sündenbock gewählt, Gwillem. Und wir dachten, wir lassen den Jungen leben und pressen mehr aus Cannon heraus, um sein Geheimnis zu wahren. Warum sollte Cannon zahlen, damit Tudor getötet wird? Er ist sein Nachfolger. Die Hintergründe sind uns egal. Je weniger wir wissen, desto besser. Ihr wolltet ihn erpressen, aber wisst nicht mal weswegen? Ihr seid ja so unfähig. Wir wollten den Burschen nicht töten. Inzwischen haben wir ihn gern hier. Sag's ihr! Sag ihr, wie gut wir dich umsorgt haben. Cannon war das? Warum? Ich habe doch... Oh Götter, ist er tot? Wach auf, wach auf! Sag der Dänin, dass ich dich wie ein Schwalbenküken aufgepäppelt habe. Weg da, Hohlkopf! Ja. Ey, wir sind doch Freunde, oder? Wir haben zusammen getrunken. Weißt du noch die Hühner? Noch ein Wort und ich schneid dir die Zunge ab. Tudor wird einen Heiler brauchen. Die haben ihm Dung ins Gesicht geschmiert. Aber ich wurde schon von Schlimmeren entführt. Danke für deine Hilfe. Versuch dich nach deiner Flucht nicht ein drittes Mal entführen zu lassen. Danke, Fremde. Danke. Das weiß ich wahrlich zu schätzen. Okay, ja. Als ich in diesem Dämonennest erwachte, fürchtete ich das Schlimmste. Spar deine Kraft, Tudor. Der Ritt ist lang. Kritzelter Vermerk. Hühnerkacke. Wäre es meine Entscheidung, dann wäre ich jetzt in Richtung Rom unterwegs, um dem Herrn zu dienen. Stattdessen werde ich sterben, ohne mit Gott oder einer Frau vermählt zu sein. Ich war stur, wenn er davon sprach, dass die Heiden genauso wie wir seien und voll Güte nach den Gesetzen vieler Götter lebten. Ein Gesicht, viele Gesichter. Es spielt keine Rolle. Wir alle sind gesegnet, in seiner Herrlichkeit zu leben. Du scheinst nach dem Kratzer wie ausgewechselt. Ausgewechselt? Den Verband gewechselt? Mal sehen. Clint, ich muss auf die andere Seite. Irgendwo offen. Nicht rein. Das ist Lass du dich nicht provozieren? Hm. Hier noch was zu holen gibt, dann will ich das haben. Ist mal klar. Aber hier ist es eher uninteressant. War schon ganz geil. Aber es ist noch nicht alles. Proviant ist voll, okay. Den Schlüssel. Oh, Pfeile. Geil.
doch. So, wie wär's? Hast du mit diesem Turm etwas, was mich interessiert? Hm? Schöne Pfeile, super. Man sieht nicht, wo der... Ach, den Schlüssel, verdammt, der ist da drin natürlich im Haus, aber wie, ich komme da nicht rein. Oh, nein, nein, nein! Hier bleibt deine Pfütze! Oh ja, räumen wir erstmal auf. Da unten kämpfen Leute miteinander. Wenn es ihnen Spaß macht, dann why not? Nicht gut. Halt dich von mir! Das geht schlecht, genau. Meine Güte, oh, guck mal. Mhm. Ah, schau mal. Interagieren. Ich kann sogar... I can shoot. Ja, ich kann damit nicht zufällig hier irgendwie kaputt machen oder so. Nein. Schade. Schade Schokolade. Oh, mir geht es langsam auf den Sack. Ich zertrampel dich. Wer hat zertrampelt jetzt hier wen? Autsch. Digga, hab die Schiss, echt? Wow. Das sind ja Krieger hier. Wahnsinn. Hm, Tür ist verriegelt. Ja, das ist schon klar. Kann ich allerdings... Kann ich die Dinger hier nicht tragen? That's not cool. Ah. Aber that ist möglicherweise cool. Ah. Oh yeah. Genau hier wollte ich hin. Ich habe genug Essen für die Jungs mitgebracht. Tudor ist ganz schön grün hinter den Ohren, aber auch gütig und höflich. Eine Schande, das Essen dürfte bei Sonnenuntergang fertig sein. Ja, das ist klar, geil. Geil. Neue Fähigkeit, Thors Rache. Ja, mega. Und... Ein Schlüssel. Arschloch. Digga, ich raste gleich richtig aus. Hinweise. Das... Ordensmitglied enthüllt. Erzähl mir mehr. Ich raste trotzdem aus. Wo ist der scheiß Schlüssel, Mann? Hast du den Schlüssel für mich? Kann nicht wahr sein. Digga. Wo? Ich höre was, aber es ist nichts. Mann! Ich schlepp gleich das raus. Ist er klar? Oben ist ja immer noch eine Wache, Digga. Wo ist denn jetzt eigentlich diese fette Kiste? Hier? Hier geht's noch hin. Ja, hier sind noch Sachen, aber das sind nur
Ja, da sind nur diese Scheißpfeile. Okay, hier ist der Ausgang. Ist natürlich super. Oh, Alter. Das ist das, was ich meine. Was soll die Scheiße? Ja, hier ist der Schlüssel nicht. Den ich brauche, um die geile Truhe zu öffnen. Ich meine, was ist denn das? Nichts. Ich weiß nicht mal mehr, wo die große Truhe ist, ehrlich gesagt. Ist auch nicht unbedingt geil. Sind noch nicht alle tot. Nimm dich gleich mit, ich verspreche es. Da ist der Schlüssel. Ja. So ein Scheiß. Nein! Du Stück Scheiße! Ey! Alter, Digga, den holen wir easy. Okay, jetzt habe ich wieder nicht gut genug geguckt, schon klar. Warum? Warum bist du so behindert? Hey, wow. Boah, das nervt. Nee. Lass dich nicht sitzen auf mir. Warum ist denn die Engine so scheiße? Kann ich den runterschießen wenigstens? Ich meine, wollte ich ja eh schon mal machen, aber... Nö, nee, geht nicht mal. Fuck mich nicht ab, Alter. Geh nicht ohne Schlüssel. Wird nicht passieren. Kann man das wenigstens hier irgendwie innerlich kaputt machen? Nee. Ganz ehrlich, Game, fuck mich nicht ab, Mann. Bin im Falschen, ne? Was ist der andere? Da. Ey, da flippe ich aus. Es geht doch, dass er da dran bleibt. Das hat er mir doch gerade eben jetzt gezeigt. Dass er das hier nicht macht. Kletter da hin. Da. Nein. Da. Nein. Ich so. Du Wichser! Warum kletterst du an diesem Ding nicht?
aber dem anderen. Ja klar, dem anderen. Ja, sicherlich. Ja, na Sigi, Digi. Ey, 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 hoch, so. Digga, ich verstehe nicht, wieso man es dem Spieler so schwer machen muss, Mann. Das kann doch nicht sein. Warum macht ihr das? Oh, lass den mal abfacken, Alter. Lass den einfach abfacken. Du sollst... Oh, Digga. Das ist wirklich... Also, wie man etwas so einen Scheiß mitmachen kann, verstehe ich wirklich nicht. Oh, war das eine schwierige Geburt, Mann! Wirklich, Alter. Wenn sich deine Gesundheit während einer Auseinandersetzung befindet, scheint alles um dich herum langsamer zu bewegen. Du hast mehr Zeit. Ah, cool. Warum nicht? Ist ganz geil, muss schon sagen. So, was den Orden betrifft. Der ist offengelegt, der Typ. Der Enbert. Das Pergament. Er befindet sich in einem überwucherten Haus in der Nähe des Hafens von Gloucester. Mhm. Spannend auf jeden Fall. Den hat man platt gemacht, oder? Ja. Eins von drei. Langsam geht's hier doch voran. Wahnsinn. So, jetzt können wir die Folge aber endlich beenden. Nächste Folge. So, warte mal, jetzt ist hier noch einer. Der tut mir schon leid, muss ich schon sagen. Nächste Folge bringen wir ihn dann endlich raus, den Tudor. Und stellen unsere Ehre wieder her. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.